4 Jahre ist es nun her, dass sich die sterblichen Völker zusammenschlossen, um gemeinsam dem Ansturm der brennenden Legion zu trotzen. Zwar wurde Essoroth gerettet, doch der aus der Not geborene Pakt zwischen der Horde und der Allianz ist zerbrochen. Und wieder lässt der dumpfe Klang der Kriegstrommeln die Erde erbeben. Ja, und hiermit herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt World of Warcraft. Ja, wie schon öfters gesagt, großes Interesse daran, da ein Let's Play zu machen. Und ja, jetzt mache ich es einfach. Ich werde aber vorerst mal nur 2 Folgen machen. Eine kommt heute am Samstag, die andere morgen am Sonntag. Da würde ich euch bitten, wirklich in die Kommentare zu schreiben, würde euch das interessieren, würde ich es gern sehen und so weiter und so fort. Mögt ihr, was ich machen werde? Übrigens mein nächstes Stichwort. Was werden wir machen im Let's Play? Ja, stinknormal Questen, Gruppenspiel betreiben, also wirklich Gruppenquests und so weiter machen oder so, vielleicht wirklich in der Gruppe rumlaufen, Dungeons, ganz normal über einen Dungeon Finder anmelden und nach der Reihe den Dungeon nehmen, den wir einfach bekommen. Ja, auch auf die Gefahr darauf hin, dass wir dann vielleicht wirklich 2-3 Mal hintereinander einen gleichen bekommen, aber ja, das Leveln geht eigentlich eh recht schnell. Wir werden PvP machen, ist auf Level 10 möglich. In World of Warcraft ist so mit dem PvP, es ist immer zusammen 10 bis 19, 20 bis 29, 30 bis 39, also ihr kennt das Schema. Wir werden nicht gleich am Anfang dann reingehen, PvP, also mit 10, 20 ist es immer recht tödlich, weil man ja wirklich gegen 9 Stufen höhere kämpft und die haben mehr Leben, die haben schon besseres Zeug an, die machen mehr Schaden. Und da dachte ich mir immer so erst ab dem 6er, 7er Level dann herum, also so ab 16, 26 herum, schauen wir dann rein, machen wir ein bisschen PvP, melden wir uns einfach an, auch in die Warteschlange, schauen wir, wo wir reinkommen. Später dann auch, wenn wir dann schon sind, in Lich King unterwegs, fürs Open PvP werden wir uns dort anmelden, für 1000 Winter, das gleiche in Kataklysmen, Dolbarat. Gespielt wird natürlich bis Level 90. Wir werden auch Crafting betreiben. Und da kommt jetzt gleich mein nächstes.
Ich habe schon vorhin gesagt, ich werde einen Schamanen spielen, aber keinen Ork, sondern einen Bandaren, denn die kamen ja jetzt mit der letzten Erweiterung dazu. Also passt das sehr gut. Spielen wir die neue Rasse. Ja, Mönch. Ich habe es ausprobiert, ich habe einen 90er. Ist recht okay, auch von den ganzen Skills und alles und vom Klassenaufbau. Ja, aber Schamane ist halt da. Das, was ich wirklich mag, wo mein Herz dran hängt. Also nehmen wir einen Schamanen. Da werden wir dann auch Crafting betreiben. Da der Schamane ja Kettenrüstung tragen kann, dachte ich mir, ich nehme Lederer und Kürschnern und können wir uns gleich nebenbei die Metz beschaffen und dann immer wieder ein bisschen basteln. Ja. Was werden wir sonst noch so machen? Im Grunde war das jetzt im Groben alles so, was es so gibt. Ja, Dungeons, PvP, normales Questen, Crafting und so weiter. Ja. Wir werden auch versuchen, da, wenn da irgendwo so ein kleiner Elite-Gegner oder was rumsteht, natürlich den alleine umhauen. Das ist das, was mir auch so gefällt, so die Herausforderung, schaffe ich den alleine oder nicht? Dann ein bisschen was optimieren und der muss down gehen alleine. So was mache ich gerne, dass ich das wirklich alleine ausprobiere. Ja, dann würde ich mal sagen, passen wir da mal an. Ich habe ja schon vorhin kurz was gebastelt gehabt. Das Problem ist, ich habe alle 8 Stunden ja eine Zwangstrennung, weil ich ja aus Österreich bin. Und natürlich genau mitten im Charakter erstellen. Zwangstrennung. Yeah. So, das haben wir gehabt. So, da hatten wir, glaube ich, genau diese grünen Augen. Ne, ich hatte blaue. Ich hätte aber gerne was anderes, was ein bisschen mehr so wie eine Maske aussieht. Ja, nehmen wir das. Frisur hat man auch schon. Da habe ich das mit den Stöckchen genommen. Die da. Dann noch die Haarfarbe. Da haben wir uns eine weiße Strähne reingemacht. Ja, genau. Und dann noch die Ohrringe. Genau, da hat man eh die. Gut. Im Großen und Ganzen passt das jetzt schon. Name, Graphos. Jetzt würde euch natürlich interessieren, in welchem Server. Natürlich sage ich euch das auch. Könnt dann zur Not euch dort auch an Chai erstellen, könnt mich anflüstern, können wir sicher auch was gemeinsam unternehmen. Was ich natürlich nicht will, wenn dann irgendwie wer mit einem 90er oder sowas daherkommt, mich irgendwo durchzieht. Darauf stehe ich nicht so. Gleichlevelig, vielleicht 1, 2, 3 Level höher oder niedriger. Von mir aus, aber es sollte wirklich eher so dann in meinem Levelbereich sein, weil von diesen Durchziehen oder so, da halte ich nicht wirklich viel. Also, ja, ich habe gerne ein bisschen Herausforderung. Der Server heißt Blackmoor. Ich habe lange überlegt, was nimmst du? Nimmst du ein PvE, nimmst du ein PvP, nimmst du ein RB? RB, PvE, RB, PvP. Dann dachte ich mir, ach, ich nehme einen stinknormalen PvP-Server. Ich bin eigentlich ein eingefleischter PvE-Spieler. Fürs Let's Play werde ich das ein bisschen anders machen. Dachte mir, ja, ab und zu ein bisschen PvP ist ja nicht schlecht. Natürlich gibt's immer wieder, muss ich jetzt gleich so wirklich so sagen, wie es ist, ein paar Deppen, Idioten, die glauben, dass sie irgendwie dann mit ihrem 90er wo in ein Low-Level-Gebiet hinfliegen und danach der Reihe die 10er, 15er, 20er umhauen können, weil sie einfach so super geil sind. Ja, das zeigt eher von gehirnlicher Schwäche oder sowas. Ja, meine Güte, sollte das passieren, sollte mich da einer wirklich ein Korps-Camping betreiben und mich nicht in Ruhe lassen. Ja, entweder verlasse ich dann die Zone oder ich mache da dann wirklich mal eine Aufnahmepause, bis der Depp einfach weg ist, weil, ja. Ja, Blackmoor. Warum gerade der? Ich habe mir so die Serverstatistiken angeschaut und er ist zwar ein Server, der unter voll steht, allerdings ist dort das Ali-Horde-Verhältnis sehr ausgewogen. Auf jeder Seite ca. 5500 Spielern und das wollte ich. Es soll wirklich was los sein auf dem Servern, es soll ausgeglichen sein. Und wenn ich schon auf einem PvP-Server spiele, dann möchte ich ja natürlich ab und zu einen treffen. Vielleicht, dass ich mal wirklich mal ein bisschen
einen kleinen Fight starten. Warum nicht? Deshalb spielen wir ja vom PvP-Server. Ja, und sonst gibt's eigentlich nichts zu sagen. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob der Name verfügbar ist. Wunderbar, geht. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nach der kleinen Volksvorstellung wieder. Also, bis gleich. Ihr seid ein Pandaren, geboren und aufgewachsen auf der geheimnisvollen wandernden Insel. Obwohl die meisten eures Volkes zurückgezogen leben, brennt in euch die Lust nach Abenteuer. Die wandernde Insel hat jüngst begonnen, scheinbar ziellos über die Meere zu treiben. Ein Frösteln liegt in der Luft und eure Heimat steuert auf ihren Untergang zu. Als einer der vielversprechendsten Schüler in Meister Shangs Kloster wird es an euch sein, euer Volk zu retten. Aber zuerst müsst ihr eure Ausbildung abschließen. Und hier bin ich auch wieder. Ja, Mods benutze ich jetzt nicht, Mods, Addons, ja, benutze ich jetzt wirklich so extrem viele, also wirklich so das Nötigste, was ich selber brauche, um ein bisschen bessere Übersicht zu haben, was ich wirklich so im Raid brauche. Ja, ein bisschen die Minimap verschönert und so weiter. So. Ach gut, das Ding habe ich auch noch drauf. Ja, da war ich vor kurzem neugierig, wie viel Spielzeit ich schon insgesamt habe. Und erschreckend viel. Es sind über 700 Tage inzwischen. Ja, was sonst? Eines, was gleich viele am Anfang überraschen wird. Ich bin ein Klicker. Ja. Obwohl ich es jetzt schon wirklich über 8 Jahre spiele, also wirklich seit, eigentlich sind es schon 9 Jahre, wenn ich da die Closed Beta dazu rechne von Classic, bin ich wirklich schon seit 9 Jahren. Es war damals mein allererstes MMO. Ich habe mir irgendwie von Anfang an, weiß ich nicht, angewöhnt, alles mit der Maus zu machen. Ich habe es dann zwischendurch immer wieder versucht, weil viele meinten, ja, mit Tastatur geht das ja alles viel besser und schneller und das alles. Ich habe es wirklich versucht. Ich habe mich angeschränkt. Das Problem ist, ich konnte mich nicht mehr umstellen. Keine Ahnung. Inzwischen bin ich schon so schnell mit der Maus. Ich habe eigentlich auch nicht wirklich Probleme, oder nicht wirklich große Probleme, dass ich da wirklich vorne mithalte bei uns im Raid. Also ich bin wirklich immer unter den ersten 5 zu finden. Je nachdem, welchen Boss, welche Aufgaben ich dort auch habe. Und deshalb, ja, ich lasse jetzt einfach beim Klicken. Ja, geht einfach nicht, dass ich mich nochmal umgewöhne. Es ist schwierig. Bei neuen MMOs habe ich mir angewöhnt, von Anfang an mit Tastatur zu spielen. Aber hier ist es inzwischen für mich unmöglich geworden. Und ja, ihr wisst, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und kann schlecht Gewohnheiten ablegen. Was ich noch sagen will, genau, ich werde keine Questtexte vorlesen. Das Ding, zack, wird angenommen, das war's. Auf der Karte hat man alle Infos, wo man hin muss. Es soll ja auch kein Let's Read werden. Ja. Ich sag mal so, dazu könnt ihr gerne irgendwas in die Kommentare so schreiben. Ihr müsst bedenken, dass jetzt nicht jeder Questtext so kurz ist wie der. Manchmal ist er wirklich ellenlang und das alles, es kann sich schon hinziehen. Hier ist schon ein bisschen mehr, wie gesagt. Dadurch sagt es mit angenommen von mir. Dann wird meistens steht eh da. Zack, zack, was ist zu erledigen. Aber seit damals mit Kataklysm. Ne, das ist sogar schon mit Lich King gekommen. Dieses Quest-System gekommen ist, wo man jetzt weiß, wo muss man hingehen. Wenn ich jetzt auch das Ding angeklickt habe und ich bin weiter weg, bekomme ich sogar einen Pfeil. Also, ja. Machen wir das. Und deshalb. So, legen wir das mal an. Gut, wieder, dass wir mit ihm quatschen. Ja, das ist jetzt mal das Startgebiet. Unsere größte Prüfung. Habe ich zuerst auch überlegt, soll ich es überspringen oder nicht? Dachte mir, nee, eigentlich gehört sie dazu zum Spiel.
ist halt wie bei jedem Spiel so eine Art kleines Tutorial. Und ja. Aus dem Grund machen wir es dann auch. So, jetzt müssen wir hier 5 Übungsziele zerstören. Das haben wir ja gleich. So. Ich werde den Schamane aber nicht als Caster spielen, sondern als Melee-Nahkämpfer, als Verstärker. Das ist das, was ich halt auch schon im Raid und generell... Eine Schamane spiele ich jetzt eigentlich, ja, nicht ganz von Anfang an, aber so 8 Jahre spiele ich jetzt sicher schon Schamane. Und ich habe den zu 90% immer auf Melee-Basis gespielt und ja, das ist eigentlich das, was mir gefällt. Ich finde jetzt natürlich Ele nicht schlecht. Ele ist cool. Ich habe ja auch einen Hordenschamane, der ist Ele. Und es ist, macht Spaß, aber Melee ist halt auch der, ja, Skill, der mir halt noch mehr Spaß macht. Und ja, deshalb nehmen wir dann Melee. So. Gut, meine Schülerchen. Ich muss euch bezwingen. Das ist ja für uns kein Problem. Was? Verfehlt? Oh nein! So. Er ergibt sich. Wunderbar! So, ja, so nebenbei. Wie gesagt, ein Patan habe ich ja schon. Ist eine coole Klasse. Das ist zum Beispiel die Volksfähigkeit. Man kann da ein Ziel, wird mit Lichtgeschwindigkeit getroffen und wird für 4 Sekunden dann bewegungsunfähig. Und stoppt natürlich meinen Angriff, damit ich es nicht selber gleich wieder raushole. Was hat da noch der Bandare? Gut gepolstert. Man bekommt einen halben Fallschaden. Dann innere Friede. Man sammelt die doppelte Menge an Bonuserfahrung an, wenn man ausgedrückt ist. Sammelt man natürlich nur an, wenn man dann im Gasthaus ist, sonst bekommt man es nicht. Was hat man noch? Hausgehe. Genau, da. Das Wort spreche ich immer irgendwie falsch aus. Epikure. Auf alle Fälle, wenn man jetzt irgendwas isst, ein Buff-Food. Keine Ahnung, man würde jetzt zum Beispiel normal 10 Beweglichkeit bekommen, bekommt der Panda aber 20. Und außerdem ist seine Kochfertigkeit um 15 erhöht. Sprachen ist normal. Schamanen können halt folgende Waffen nutzen. Äxte, Dolche, Faustwaffen, Streitkolben, Stäbe. Das war's jetzt so im Großen. Der Rest ist halt dann auch, ja, wenn ihr einen anderen Spielercharakter im Kampf Schaden zufügt, erhält das betroffene Ziel 55% weniger Schaden. Okay, ja, das, ja, ist eh normal. Wenn man nur Kette trägt, bekommt man dann auch einen Bonus. Ja, dann für Haustiere können wir auch machen. Genau, vergessen zu erwähnen. Haustierkämpfe können wir auch gerne tun. Bekommt man ja auch Erfahrung. Ist auch kein Problem. Wenn ihr dann wirklich sagt, ja, macht das Let's Play weiter, dann kein Problem, machen wir ab und zu auch mal einen Haustierkampf. Also wirklich alles, was man hier so machen kann. Was, glaube ich, ein bisschen langwierig wäre, wenn man jetzt sagen würde, ja, wir machen jetzt jeden möglichen Erfolg, den es hier gibt. Ja, bei einigen braucht man wirklich eine gute, eingespielte Truppe und alles. Ja, aus dem würde ich sagen, ja, Erfolge bleiben jetzt einfach mal außen vor, die man einfach so zufällig erledigen, macht man. Aber gezielt würde ich jetzt keine Erfolge herangehen. So, da kommt er jetzt gleich. Ist bald vorüber. Doch eure und Zeit da haben wir Stufe 2. So, legen wir den neuen Gürtel an. Wo ihr wandelt, da erblüht Größe. So, entreißt den Meister die Flamme. Gut. Oh. Moment. Unsere größte Prüfung steht uns noch bevor. Was ist denn das eigentlich?
Disziplin ist kein Krieg. Oh Gott. Das musste man doch nur anklicken, oder? Vergesst Verletzungen, aber vergesst niemals Güte. Ich freue mich, euch zu sehen. Ja, ich habe erst ein Wander hochgespielt. Entreißt dem Meister die Flamme, verbrennt das Edikt der Mäßigung. Jede Weisheit hat einen rechten Ort und eine rechte Zeit. Aber die Zeiten ändern sich für all diejenigen, die auf den Shenzi zuleben. Für diese Lektion bitte ich euch um zwei Dinge. Zunächst hatte ich eine Flamme in meiner Hand. Konzentriert euch und versucht sie mir zu entreißen, sobald ihr euch bereit fühlt. Solltet ihr erfolgreich sein, möchte ich, dass ihr den Tempel besteigt. Aha, okay. Ja, ich bin eigentlich... Wo ihr wandelt, da erblüht Größe. Meine Zeit ist bald vorüber. Doch eure Zeit nähert sich rasch. Wo ihr wandelt, da erblüht Größe. Ich weiß, dass ich den damals einfach nur angeklickt habe. Bei eurem ersten Versuch. Jetzt bringt die Flamme zur obersten Ebene des Tempels und verbrennt die Schrift. Was? Ich habe gar nichts gemacht. Bin einfach nur an dir vorbeigelaufen. Huh. Okay. Naja. Ja, die ersten Verfolgen werden auch ein bisschen länger sein. Damit ihr da halt auch ein bisschen was seht, weil wenn ich da wirklich auch nur 15 Minuten machen würde, ja. Ja, im Prinzip wäre das dann schon die zweite Folge, aber ich habe mir gedacht, ich mache dann einfach jede 30 Minuten lang. Und ja. So, gleich mal die Abkürzung genommen. Ich freue mich, euch zu sehen. So, jetzt seht ihr zum Beispiel den Pfeil, weil er ein bisschen weiter weg ist von mir, das Questziel. Im Prinzip haben sie das System deppensicher gemacht. Man, es gab früher schon Addons, die einem das gemacht haben. Sie haben es dann direkt ins Spiel übernommen. Ja, finde ich eh super. Da hat dann wenigstens diese ständige Nachfragerei da in den... Chats aufgehört, ja, wo ist der und der und wo muss ich da hin, anstatt dass die Leute sich wirklich mal kurz eine Minute hingesetzt hätten und diesen dämlichen Questdesk durchgelesen hätten, weil meistens steht dann auch irgendwie, so wie zum Beispiel hier, geht die Treppe hinunter und überquert die Brücke, also das ist wirklich einfach zu verstehen. Oft steht sogar dann eine Himmelrichtung dabei und das alles, also, ja, seit neuestem werden dann Quest-Mobs besondere, auch mit einem Totenkopf gekennzeichnet. Ich sag mal so, es ist nicht wirklich zu übersehen. Das ist zum Beispiel was Gutes am Schamanen. Er kann den Blitzschlag im Laufen casten. So, probieren wir mal, ob der da... Genau, sieht. Kann man gleich anwenden auf ihn. Hat halt 2 Minuten CD. Ja, ein bisschen verfehlen wir halt. Was ist da mit dir? Ja, voll in den Rücken. Da ist er hin. Ich habe kein Ziel. Wir haben ihn besiegt. Ah, da oben steht er, der Meister. Meine Zeit ist bald vorüber. Ja, so am Anfang ist das ja nicht wirklich da eine Hexerei. Man wird einfach langsam an vieles herangeführt. So. Jetzt gehen wir da weiter. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Hui. Ja, ich spiele übrigens auf Ultra. Muss ich gleich mal schauen, ob ich jetzt die Sichtweite auch wieder hochgestellt habe. Ja. Ja, alles ist im Prinzip auf Ultra oder hoch. Mein, das, was halt die höchste Einstellung ist. Bis auf Multisampling. Das lasse ich immer auf 1. Weil sonst ja im Raid fällt meine VBS sonst so auf 15 bis 17 runter. Es wäre zwar noch spielbar, stört doch auf Dauer, und wenn ich dann Multisampling nur einfach reinmache, ja, dann kann ich trotzdem so mit meinen 25 bis 35 weiterspielen. Ja.
und kann trotzdem noch alle Effekte und alles gut erkennen. Hallo. So. Möge die Jadeschlange euch leiten. Gut, der hat euch jetzt zwei Quests für mich. Mögen euch die Nebel beschützen. So, natürlich kann man dann hier heraus auch anklicken, was man zuerst machen will, aber die eine Quest ist ja hier gleich in der Nähe. So. Mit Level 3 müsste ich dann schon den urtümlichen Schlag normal bekommen, wenn es wahr ist. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Ah, okay, ich sehe schon, ich habe hier schnell plündern und die Alt-Taste. Umhanghelm will mich auch nicht sehen. Okay, das lassen wir uns auch einfärben. So. Das auch. Das lassen wir auch. Ja. Die Maus, das. Okay. Ja, weil dann brauche ich nur zack einmal und es wird gleich alles rausgenommen. Und wenn ich einzeln looten will, drücke ich einfach die Taste. Ich bin außer Reichweite. Nein, ich will auch den da haben. So. Ja, was sie jetzt noch geändert haben da mit Mist of Pandaria. Früher musste man ja jeden Kadaver dann einzeln looten. Inzwischen, wenn da zwei nebeneinander liegen, zack, wird alles rausgelootet. Man braucht nur mehr einen klicken. Finde ich auch eine extrem geile Änderung. Wenn da wirklich mal irgendwelche Low-Level-Instanzen mal gemacht hat, um, keine Ahnung, vielleicht irgendwie einen Erfolg oder sowas nachzumachen, hat alles umgebracht und dann musste man da jetzt 50 Leichen einzeln anklicken. Ach, das war schon ein bisschen lästig. Ja, übrigens sind wir jetzt Level 3 geworden. Haben jetzt den urtümlichen Schlag bekommen. Und können die jetzt im Nahkampf da eins drüber geben. So. Oh, da steht gleich einer. So. Hat eine Ablenkzeit von 8 Sekunden, also können wir in der Zwischenzeit wieder weiter casten. So. Jetzt retten wir noch den Karrenfahrer. Der steht da hinten. Ist umzingelt von diesen Dingern. Lalalala, das geht ja recht schnell. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. So, stirbt ungerühmt. Ja, ich meine, ich kenne diese Diskussionen. Klicker oder reine Tastaturspieler. Keine Ahnung. Ich wette, es gibt auf beiden Seiten schlechte. Es gibt bestimmt schlechte Tastaturspieler. Andersrum gibt es auch wieder gute Klicker, also von dem her, ja. Gut, er ist frei. Also auf diese Diskussionen, da habe ich mich schon irgendwie noch nie einlassen, also ja. Ich sag mal so, wichtige Sachen habe ich eh in der Nähe von WASD, weil ich bewege mich ja mit WASD. Also vor, zurück, links, rechts. Brauche dazu nur die rechte Maustaste klicken und kann dann natürlich dann links rechts gehen. Wenn man ohne rechte Maustaste links oder rechts drückt, dreht man sich ja einfach nur im Kreis. Von dem her, ich komme schnell überall raus und ja, habe keine Probleme damit.